Hier ist SWR 3. Am Sonntagvormittag. Ein Blinder, der den Mount Everest bestiegen hat, ein Motivationstrainer ohne Arme und Beine oder auch ein Schauspieler mit Parkinson. Was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können. Darüber hat Rainer Zietelmann ein Buch geschrieben. Ich will, heißt es. Und die Frage nach, ja, wie sind Sie denn darauf gekommen, ist meist ja eher eine langweilige Frage. Aber in Ihrem Fall ist die Idee nicht bei einem Bierchen am Stammtisch entstanden, sondern das Erlebnis war wesentlich intensiver. Ja, das war so. Ich war bei einer Routineuntersuchung beim Augenarzt und habe gar nichts erwartet. Und dann sagt er mir, dass ich so eine sogenannte epiretinale Kliose habe. Ich wusste gar nicht, was es ist, aber der sagt mir, naja, im schlimmsten Fall können Sie nie mehr lesen im Leben. Auch die Operation, sagt er, da sind die Aussichten nicht so gut. Ja, und da habe ich mich dann mit auseinandergesetzt mit Menschen, die eine Sehbehinderung, vielleicht sogar blind sind, einfach um für mich selbst ein bisschen Motivation daraus zu schöpfen und zu sagen, also das Schlimmste wird ja nicht kommen, aber selbst wenn, dann kannst du dir hier an Menschen Beispiel nehmen, die also selbst blind waren und trotzdem ein tolles Leben. Das war also bei mir der Auslöser. Und es ist ja auch nicht schlimm gekommen. Bisher ist es gut verlaufen, aber auf jeden Fall ist schon was Gutes bei rausgekommen, nämlich genau das Buch. Das hätte ich nämlich sonst nicht geschrieben. Sie porträtieren 20 Menschen, unter anderem den Hornisten Felix Klieser, der ohne Arme geboren wurde. Was hat Sie denn an seiner Geschichte ganz besonders beeindruckt? Mir hatte einfach schon die Einstellung unglaublich gut gefallen, weil er sagt, ja, ich hätte natürlich jetzt auch da sitzen können und mich bedauern können, aber jeder, der das mal gemacht hat und sich praktisch bedauert hat, wie schlechte Karten er bekommen hat oder wie schlimm das Leben ist, der wird gemerkt haben, dass es nichts verändert zum Positiven an seinem Leben. Er hat sich ein ganz schwieriges Instrument vorgenommen, Horn, und hat dann auch eine Möglichkeit gefunden, das nur mit den Füßen zu machen. Und jetzt, wo ich ihn eingeladen habe, ich dachte, der kommt mit der Bahn, dann hat er gesagt, nee, ich komme mit dem Auto. Also der kann auch ohne Arme Auto fahren. Er hat da so eine spezielle Vorrichtung. Was ist denn eine der wichtigsten Lektionen, die Sie vielleicht auch für sich persönlich aus diesem Projekt mitgenommen haben? Man sagt ja oft so, Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Also das hat sicher jeder schon öfters gesagt. Und nachdem ich diese Biografien gelesen habe, bin ich anderer Meinung. Natürlich ist Gesundheit sehr wichtig, ja? Aber nicht das Allerwichtigste, sondern das Allerwichtigste ist hier, was bei uns oben im Kopf vorgeht, unsere Einstellung zu den Dingen. Das ist noch wichtiger als die Gesundheit. Sagt Rainer Zietelmann. Welche Musiklegende ihn diesbezüglich besonders beeindruckt hat, darüber sprechen wir gleich hier in SWR 3. We could burn like evergreen, we could fire up every tree. Hier ist die SWR 3 Sonntagsshow. Was können wir von Menschen mit Behinderung über ein erfolgreiches Leben lernen? Damit hat sich Autor Rainer Zietelmann beschäftigt. 20 Porträts sind entstanden. Geht nicht, gibt's nicht, ist so ein Leitsatz. Und das klingt immer so toll. Was aber haben die Leute davon, die immer alles geben und probieren und es klappt trotzdem nicht? Naja, das sagen die Leute vielleicht. Also ich glaube da nicht dran. Ich glaube, da schon ganz entscheidend ist die Einstellung, die man zu den Dingen hat. Natürlich gibt es immer Fälle, wo auch Dinge nicht funktionieren, wo man auch Rückschläge und Misserfolge hat. Ja? Das ist auch bei den Menschen so gewesen. Also ich möchte mal ein Beispiel sagen, Ray Charles. Ja? Also Ray Charles, die Geschichte, er ist in der ärmsten Familie seiner Stadt geboren, hat seinen Vater nie kennengelernt. Die Mutter ist gestorben, als sie 31 war. Er ist erblindet, wo er 7 Jahre alt war und ist trotzdem der beste Sänger der Geschichte geworden, kann man sagen, zumindest laut der offiziellen Statistik im Magazin Rolling Stone. Aber auch der hat Probleme gehabt. Er war 15 Jahre lang drogenabhängig, also heroinabhängig. Und dann hat er aber einen Satz geschrieben in seiner Autobiografie, der mich sehr beeindruckt hat. Der hat gesagt, ich war nicht drogenabhängig, weil ich schwarz war oder weil ich arm war oder weil ich blind war, sondern es war allein meine Entscheidung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für diese Menschen, dass sie nicht die Ursache für negative Ereignisse in äußeren Umständen gesucht haben, sondern immer bei sich selbst das gesucht haben. Und das gibt natürlich den Menschen auch das Gefühl der Kraft. Ich bin der Gestalter meines eigenen Schicksals. Ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Einstellung. Und da können auch wir Menschen, die wir nicht behindert sind, glaube ich, sehr viel von lernen. Aber können wir nicht eigentlich auch von Menschen mit Behinderung, die ihren Alltag meistern, genauso viel lernen wie von einem Blinden, der den Mount Everest besteigt? Ja, natürlich. Also ich glaube, jeder Mensch, der seinen Alltag meistern muss, auch wenn er jetzt nicht diese großartigen Leistungen
vollbringt, vordergründig. Ja. Ist natürlich jemand, wo wir uns auch was abgucken können und was lernen können. Aber natürlich, man darf das auch nicht idealisieren. Unter Behinderten, genauso wie in der Nichtbehinderten, da gibt es jetzt auch erfolgreiche und erfolglose Menschen. Ja. Und ich habe mir jetzt halt mal welche rausgesucht, wo man es gar nicht erwartet hat. Also weil Sie gerade den mit Mount Everest erwähnen, mit Eric Weinmeier. Der war ja nicht nur auf dem Mount Everest, sondern auf den 7 höchsten Gipfeln des 7 Kontinente. Das haben also ganz wenige Menschen nur geschafft. Toll, Hut ab. Zuerst mal sind es erfolgreiche Menschen, über deren Leben ich berichte. Ja? Und dann in zweiter Linie sind es Menschen, die eine Behinderung hatten. Und ich glaube, genau so möchten diese Menschen auch wahrgenommen werden. SWR 3. I'll be honest. I'm alright with me. Sonntagvormittag in SWR 3. Ich will, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können. So heißt das aktuelle Buch von Rainer Zietelmann, in dem er 20 Menschen porträtiert und was alle gemeinsam haben. Sie wollen als normal wahrgenommen werden und nicht als anders oder als was Besonderes. Ja, das ist also ganz entscheidend. Zum Beispiel Bocelli, wenn man dem eine Interviewanfrage schickt, die schreiben einem direkt, über das Thema Blindheit möchte er nichts sagen. Und da war auch eine Läuferin, die ich porträtiert habe, die auch fast blind war. Die hat also gesagt, sie war enttäuscht, wenn die Reporter sie dann immer wieder aufs Thema Blindheit angesprochen haben. Oder einer, der mich sehr beeindruckt hat, der heißt Johann König, ist einer der bekanntesten Galeristen, sehr, sehr erfolgreich. Der war ja fast blind, wo er seine Galerie eröffnet hat. Und ja, er sagt, natürlich ist es ein Thema für mich, aber die Leute möchten nicht, dass da immer wieder nur darüber sprechen. Der möchte vor allen Dingen mal als Galerist wahrgenommen werden und als Künstler. Und der Felix Glieser möchte vor allen Dingen als Hornist wahrgenommen werden und nicht vor allen Dingen als Mensch ohne Arme oder so. Ja? Ja, aber ist dann so ein Buch wie Ihres nicht eher kontraproduktiv? Das hätte ja auch heißen können, was wir von erfolgreichen Menschen lernen können, ohne das Wort Behinderung vorkommen zu lassen. Ja, da haben Sie einerseits recht. Andererseits ist es halt nur mal die Gemeinsamkeit der Menschen. Aber in der Tat, für mich sind es vor allen Dingen zuallererst mal Erfolgsmenschen und nicht vor allen Dingen Behinderung. Aber natürlich muss ja ein Titel auch dem Leser zeigen, worum es geht. Und ich habe jetzt halt nun mal die Menschen alle ausgewählt, die behindert sind, weil ich sage, gerade auch für die Menschen, die jetzt nicht behindert sind, und das werden sicherlich die meisten Leser sein, da kann man sich doch mal überlegen, wenn ich die gleiche mentale Einstellung habe, die gleiche Kraft, die gleiche Einstellung, die diese Menschen hier haben, wie hoch kann ich dann fliegen? Ja, was kann ich erreichen im Leben? Das ist im Grunde die Frage. Insofern soll es vor allen Dingen ein Buch sein, das Menschen ermutigt und motiviert.